Sie denken, ich nicht wissen, wie zu fliegen. Mir ist ganz egal, was die anderen denken, Petri. Ich finde, du bist ein richtig guter Flieger. Japp, japp, japp. Was ist denn? Oh, danke für die Kompliment. Was ich sagen will ist, wir wissen alle, dass du fliegen kannst. Du bist super. Das heißt, wenn du alleine fliegst. Das ist es ja. Mir gut allein, aber nicht so gut mit die Familie. Tja, willkommen im Club. Huh? Hör mal, Petri, wenn du da oben mit deinen Brüdern und Schwestern fliegst, dann denk daran, wie gut du wirklich bist. Du musst dir immer wieder sagen, dass du alles schaffen kannst. Mir kann alles schaffen. Mir kann alles schaffen. Mir kann alles schaffen. Jawohl! Genau so! Bis auf Fliegen durch Wolkenpuschel. Ich hasse das. Vielleicht musst du das ja gar nicht. Vielleicht nicht. Ich auch nicht so gut sein in Windfliegen. Naja, heute weht ein starkes Lüftchen. Das ist die Gelegenheit zum Üben. Wir sehen dir zu. Oh, na schön. Hey, mir das kann gut. Petri, wir kommen. Das klingt aber nicht wie Petri. Petri, alles in Ordnung? Was ist da drin? Ist das ein Schafzahn? Littlefoot, wer hat da geschrien? Ist alles in Ordnung mit euch? Entschuldigung, habe ich euch erschreckt? Tut mir leid, manchmal habe ich so eine komische Wirkung. Na schön, ich wette, ihr wundert euch, was ich hier mache, stimmt's? Na, das ist eine verrückte Geschichte. Na schön, wer ist für diesen Krawall verantwortlich, hä? Ich würde sagen, ich... Hallöchen. Tut mir leid, wenn ich eure Ruhe gestört habe. Nicht, dass ihr glaubt, ich habe mit Absicht eure Ruhe gestört. Wisst ihr, ich bin kein Störenfried. Da müsste ich anders aussehen, so wie Sie zum Beispiel. Ich meine das nicht so, wie ich es gesagt habe. Sie sehen eigentlich ganz nett aus, obwohl... Ich weiß nicht, wer oder was du bist. Aber wir mögen es nicht, wenn hier geschrien wird. Es gibt nämlich Leute, die brüten gerade Eier aus. Oh, Entschuldigung, gnädige Frau, das konnte ich ja nicht wissen. Ich doch nicht. Geh mir aus dem Weg. Wenn ich Sie wäre, dann würde ich da nicht lang gehen. Ja, aber du bist nicht ich. Hopsi, ist alles in Ordnung? Ist ja gut, ist ja gut. Das hat uns gerade noch gefehlt. Noch ein durchgeknallter. Das ist doch wirklich das Letzte. Ich wünschte, Großmutter hätte das sehen können. Warum hast du das gemacht? Ich habe ihn davor bewahrt, mich reinzuschmeißen. Hey, pass auf, Git! Sagt mal, wie nennt ihr eigentlich diesen Ort, Leute? Das große Tal. Und wo bist du zu Hause? Naja, ich bin nicht sicher. Und wie bist du hergekommen? Da bin ich auch nicht ganz sicher. Ich bin irgendwie wach geworden und, naja, plötzlich war ich hier.
Ich habe eine einfache Frage. Wie heißt du? Die anderen nennen mich Guido. Wer anderen? Ich bin mir nicht sicher. Sag mal, hast du keine Familie oder eine Herde? Nein, tut mir leid. Ich weiß, ihr werdet mir das nicht glauben, aber, ich bin der Einzige meiner Art, den ich je gesehen habe. Oh, ich glaub dir das. Jap, jap, jap. Das muss wirklich komisch sein, wenn man der Einzige seiner Art ist. Gar nicht mal so schlecht. Der Einzige seiner Art. Nur mir die einzige Flieger.